Okay, the struggle is real und das nicht erst seit heute und auch nicht erst seit gestern. Man könnte sagen, ich bin spät dran mit dem Thema, aber das Thema ist leider kein Trend, sondern einfach Realität. Ich rede heute über Rassismus und zwar nicht über Rassismus in Japan, sondern über Rassismus hier in Deutschland und explizit über Rassismus gegenüber asiatisch wahrgenommenen Menschen. Durch das Attentat am 16. März 2021 in Atlanta und generell durch die ganze Corona-Pandemie ist das Thema ziemlich hochgekocht. Wer davon, warum auch immer, nichts mitbekommen hat, für den verlinke ich ganz viele Infoquellen in der Videobeschreibung und auch einfach generell verlinke ich die, weil ich kein Experte bin für diese Themen. Sich darüber zu informieren ist wichtig, denn in dem Attentat oder mit dem Attentat in Atlanta gipfelte im März einfach der Hass gegenüber asiatisch wahrgenommenen Menschen, der einfach in der westlichen Gesellschaft existiert. Leider gab es seit dem Attentat im März auch schon wieder einige weitere Vorfälle mit asiatischen Opfern. Die Kurzfassung zum Atlanta-Attentat. In Atlanta erschoss am 16. März 2021 ein 21-jähriger weißer Mann 8 Menschen in 3 verschiedenen Massagesalons. 6 von diesen 8 Menschen waren asiatische Frauen. Der Täter streitet ein rassistisches Motiv ab, aber redet von einer Sexsucht. Ich bin nicht qualifiziert genug, darüber zu urteilen oder dazu Aussagen zu treffen, deswegen auch die ganzen Links in der Videobeschreibung. Da ich nicht von Rassismus betroffen bin, habe ich sehr viel hin und her überlegt, was ich als weiße Person überhaupt zu dem Thema sagen kann, ob es überhaupt Sinn macht, dass ich darüber rede oder ob ich jemandem der betroffenen Person den Raum wegnehme, darüber zu reden. Doch ganz ehrlich, wir können nicht immer darauf warten, dass eine betroffene Person uns ihre Perspektive zeigt und versucht, uns aufzuklären und wir dann hoffen, dass das alle erreicht, die es erreichen muss. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich mit dem Video in offene Türen reinrenne in eine Community rede, die meine Ansichten teilt, oder ob ich eher geschlossene Türen eintreten muss. Ihr seid eine super liebe und unterstützende Community, aber sehen wir den Tatsachen mal ins Auge. Ich und wahrscheinlich auch die meisten von euch werden an der einen oder anderen Stelle unterbewusst Rassismus verinnerlicht haben. Unterbewusst, sage ich speziell dazu. Ja, und deswegen gibt es jetzt dieses Video. Ich habe mich auf YouTube bisher sehr zurückgehalten, was solche politisch-kritischen Themen angeht, weil ich nicht immer mir 100% sicher bin, ob ich solche Themen 100% politisch korrekt formulieren oder angehen kann. Aber ich möchte heute dieses Video nutzen, um dem Thema einen Raum zu geben und um euch meine Ansätze zu teilen, wie ich versuche, ein guter Ally zu sein, aka ja, wie ich versuche, an das Thema Rassismus ranzugehen und mich versuche, antirassistisch zu verhalten. Der erste Schritt ist meiner Meinung nach zuhören. Erfahrungen der Betroffenen wahrnehmen und zuhören. Das kann man dank dem Internet auf seine bevorzugte Art und Weise tun. Mir haben zum Beispiel die folgenden Beiträge und Videos in den letzten Monaten ganz gut geholfen. Das Video On Anti-Asian Hate Crimes and How You Can Help von Jiran J. Zhao. Jiran ist eine Sci-Fi- und Fiction-Autorin und Cosplayerin aus Kanada. Sie hat sich selbst mal als Chinese History Mima bezeichnet und es gibt meiner Meinung nach keine bessere Beschreibung für sie. Auf ihrem YouTube-Kanal geht Jiran auf generell asiatische, aber auch speziell chinesische Hintergründe und Referenzen zu verschiedenen Filmen und Serien ein. Ihr Video zum 2020 Mulan-Film ging ziemlich viral, aber ich liebe vor allen Dingen ihre Videoreihe zu Avatar The Last Airbender total. In ihrem Video on Anti-Asian Hate Crimes fühlte sie sich aufgrund der Vorfälle verantwortlich, anti-asiatischen Rassismus zu thematisieren und ihre Perspektive zu teilen. Und wenn Englisch für euch kein Problem ist, dann empfehle ich euch dieses Video sehr. Sie geht anhand des Atlanta-Attentats auf viele Themen rund um anti-asiatischen Rassismus ein und spricht auch Themen an wie Intersektionalität, Fetischisierung und Yellow Fever. Sie ist dabei sehr direkt,
aber mir hat das Video sehr geholfen, um viele Dinge nochmal besser zu verstehen. Um nochmal eine Perspektive speziell auf Deutschland zu bekommen, fand ich das Gespräch mit Nie Le im Deutschlandfunk sehr hilfreich. Nie ist freie Journalistin, Speakerin und Moderatorin mit Fokus auf Feminismus und digitale Medienkultur. Sie schreibt auch die Kolumne The Female Gaze im Jetzt-Magazin, die kann ich generell nur sehr empfehlen. Und sie hat mit ihrem Gulaschrezept, mit ihrem veganen Gulaschrezept auf Twitter letztes Jahr ziemlich mein Weihnachten gerettet. Im Gespräch im DLF geht es auch um das Atlanta-Attentat und generell um antiasiatische Angriffe seit der Pandemie. Nie geht dabei auch sehr auf das Stereotyp von ost- und südostasiatischen Frauen ein und auf unsere Probleme generell hier in Deutschland speziell. Ein weiteres sehr gutes Video zu dem Thema in Bezug auf Deutschland ist das Video »Warum Rassismus gegen Asiaten so normal ist« von Pocket Hazel. Und ich glaube, wer Hazel und Dirk sind, muss ich den meisten hier auf YouTube sicher nicht erklären. Die beiden geben einerseits einen informativen Überblick über das Atlanta-Attentat und die Geschichte antiasiatischen Rassismus in Deutschland. Andererseits teilen sie aber auch sehr persönliche und emotionale Momente. Und das ist nicht selbstverständlich, so offen darüber zu reden. Daher meinen größten Respekt an Hazel und Dirk dafür. Dann wollte ich etwas genauer wissen, wie eigentlich die Geschichte anti-asiatischen Rassismus in Deutschland aussieht und habe dazu tatsächlich einen sehr guten Beitrag von der bundespolitischen Bildung gefunden. Es ist nicht so, dass ich vorher gedacht habe, dass es keinen Rassismus gegenüber asiatisch wahrgenommenen Menschen in Deutschland gibt. Aber dieser Beitrag hat mir nochmal gezeigt, wie krass tief verwurzelt auch Stereotype, Vorurteile und eben Rassismus gegen asiatisch wahrgenommenen Menschen in Deutschland einfach ist. Ich habe noch viele weitere Beiträge und Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr Interesse habt, schaut da auf jeden Fall rein. Ich packe da alles rein, was mir jetzt auch noch so im Nachhinein einfällt. Außerdem habe ich in meinem Freundeskreis angefangen, mit potenziell Betroffenen darüber zu reden, beziehungsweise ihnen den Raum gegeben, über solche Erfahrungen zu sprechen. Aber falls ihr das macht, bitte nur, wenn die Betroffenen selbst das wollen, beziehungsweise wenn sie es okay finden, darüber zu reden. Seid euch immer bewusst, dass hier auch traumatische Erinnerungen oder Erfahrungen dabei sein können. Wenn man selbst nicht betroffen ist, dann merkt man oft auch die Ausmaße des Ganzen nicht. Das war jedenfalls meine Erkenntnis. Deswegen fängt eben alles mit Zuhören an, aber drängt bitte niemanden dazu, über so etwas zu reden. Der zweite Schritt ist dann, seine eigenen Privilegien wahrzunehmen und zu akzeptieren. Und nein, hier geht es nicht darum, dass ihr euch selber Rassist nennt. Ich habe oft das Gefühl, dass das Privilegien wahrnehmen damit verwechselt wird, dass man sagen muss, dass man keine Probleme im Leben hat. Aber auch wenn man privilegiert ist, kann man Probleme haben. Allerdings hat man immer ein Problem weniger als jemand, der zu einer diskriminierten Gruppe gehört. Also sagen wir mal, es gibt eine Person, die genau die gleichen Voraussetzungen hat im Leben wie ich. Nur halt, dass diese Person asiatisch wahrgenommen wird. Dann hat diese Person von Anfang an in ihrem Leben immer eine Hürde mehr zu überwinden. Und ja, das Schlimme daran ist, dass sich das Ganze auch während dem Leben noch potenzieren kann. Also sagen wir mal, diese Person hat dann nicht die gleichen Chancen auf Bildung wie ich. Das bedeutet dann auch, dass die Person andere Voraussetzungen bei der Berufswahl hat und bei den Finanzen generell im Leben etc. Dass ich weiß bin, macht mich privilegiert und verschafft mir in unserer Gesellschaft an der einen oder anderen Stelle einen Vorteil. Und daher ist es wichtig, einfach mal wahrzunehmen und sich bewusst zu machen, wo man Rassismus internalisiert, also verinnerlicht, auch unbewusst verinnerlicht hat und wo einem Rassismus im Alltag begegnet. Das hat mir geholfen, um zu merken, welchen rassistischen Mist andere durchmachen müssen, während ich, wenn überhaupt, nur die Spitze des Eisbergs davon mitbekomme. Was man auch akzeptieren muss, ist, dass man sicherlich schon mal was Rassistisches gesagt oder getan hat. Deswegen ist man aber nicht gleich ein Rassist. Das liegt nämlich auch am strukturellen Rassismus. Ich kann das Ganze nicht so gut erklären, glaube ich. Daher empfehle ich an dieser Stelle das Buch von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Aber wisst ihr was? Auch wenn man in seinem Leben mal was Rassistisches gesagt oder gemacht hat, ist es nicht zu spät, zu versuchen, sich ab sofort antirassistisch zu verhalten. Wenn wir jetzt mal wieder Bezug zu Japan herstellen, was ja der Fokus meines Kanals ist, dann bedeutet das zum Beispiel auch, Japaner nicht zu generalisieren, japanische Frauen nicht zu sexualisieren und auch japanische Männer nicht. Ich meine, Yellow Fever gibt es auf beiden Seiten.
generell Stereotype aufzubrechen, nämlich diese Person gerade als Japaner wahr oder als individuelle Person. Als nächstes kommt dann den Mund aufzumachen und sich gegen Rassismus zu äußern. Und da bin ich noch am allermeisten am Lernen und wie man halt das machen kann. Dieses Video hier ist unter anderem ein Versuch dazu. Das kann aber auch damit anfangen, jemanden auf unangebrachte und überholte Begriffe und Äußerungen hinzuweisen, die rassistisch oder diskriminierend sind. Heise hat es in ihrem Video ganz gut gesagt. Jeder von uns hat eine Reichweite. Der eine hat eine größere, der andere eine kleinere. Aber jeder von uns kann seine Reichweite nutzen. Ich bin kein Experte in diesem Thema, sondern nur jemand, der nicht verstehen kann, dass heutzutage immer noch Leute aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens oder sonstigen irrelevanten Kriterien diskriminiert und im Extremfall sogar ermordet werden, während gleichzeitig ich als weiße Person eigentlich voll wenig davon mitbekomme, obwohl einige meiner besten Freunde Wurzeln außerhalb von Deutschland haben. Das soll jetzt nicht die schlechte Gewissenskarte sein, das soll für mich einfach nur nochmal die Realisation sein, wie weit es dieses Thema noch hat, bis es in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist, weil es jetzt gefühlt auch erst vor kurzem gerade mal bei mir angekommen ist. Ihr dürft mir gerne Feedback geben, was ich hätte politisch korrekter ausdrücken sollen, wo meine Ansichten vielleicht auch immer nach in eine völlig falsche Richtung gehen, wo ich was vergessen habe. Ich lerne hier auch noch dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaut bitte auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.